Wenn Europa weiter gestärkt und zusammenwachsen soll, muss man einfach auch bei der höheren Bildung anfangen. Dieses Projekt setzt eigentlich bei den Universitäten an, die gemeinsam ein Pilot entwickeln sollen, wie es vielleicht wirklich besser geht. EU for Art bedeutet, dass wir mit Partnern aus Budapest, Riga und Rom einen Verbund versuchen aufzubauen. Es handelt sich um ein Pilotprojekt. Wir sind einer von 17 ausgewählten Allianzverbünden, was uns natürlich ganz, ganz stolz macht. Wir sind auch der einzigste Kunstakademieverbund in den hauptsächlich naturwissenschaftlich ausgerichteten anderen Allianzen. Und da ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dieses sogenannte Student Involvement, von der Basis gemeinsam mit Studierenden entwickelt. Wir befinden uns momentan in einer Symposiumswoche. Die letzte Woche war vor allem mit ganz tollen internationalen Gästen eher der Theorie gewidmet. Und jetzt sind wir gerade in einer tollen zweiten Woche, wo wir zwei Künstlerinnen eingeladen haben. Die arbeiten einmal konkret mit Holzschnitt. Das ist Jan Prokof aus Berlin. Scheitern als Chance, der Fehler als Programm, das sind eigentlich die spannenden Sachen. Weil wir eigentlich viel mehr mit den Fehlstellen und mit den falschen Dingen arbeiten, als wie es eigentlich gemacht werden müsste. Und Cornelia Renz betreut die Radierung. Also ich glaube, es ist eher so, dass man eben über dieses Lernen, dieses auf sich einlassen, auf die Radierung eben auch lernt, sich auf andere Sachen eben von der Materialseite her hineinzubegeben und nicht nur von der Konzeptseite. Die beiden arbeiten mit Studierenden ganz konkret in diesen traditionellen Techniken und versuchen aber einfach ihrem eigenen künstlerischen Blickwinkel einfließen zu lassen. Buchdruck fing mit dem Holzschnitt an und diese Faszination, also alles, was wir jetzt lesen, kommt daher. Es ist ein Druckverfahren, was es erlaubt, mehreren Leuten gleichzeitig an einer Information teilhaben zu lassen. Wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, das ist verdammt faszinierend. Und vielleicht ist das auch eine Sache, was den Holzschnitt wieder zeitgemäß machen könnte. Dass es also halt nicht um Bewahren geht, sondern eher, was ist in dieser Welt mit dieser Technik möglich? Die gibt's nun mal. Und was können wir heute mit dieser Technik anfangen? Man kann ganz wenig drucken, es dauert sehr lange, man kriegt unglaublich dreckige Hände. Man muss zwischendurch ätzen, wenn man eine Ätzradierung macht. Also es gibt auch bestimmte Sicherheitsvorschriften zu beachten. Und viele lassen sich deswegen vor dieser Technik abschrecken, weil es eben so aufwendig ist, weil es so langsam ist. Und die Idee hinter der Sache war, dass die KursteilnehmerInnen diesen spielerischen Zugang bekommen, dass man eben sieht, dass Radierung, obwohl sie so eine klassisch tradierte und aufwendige Technik ist, trotzdem das Potenzial hat, eben, dass man leicht und spielerisch mit ihr arbeitet. Wir sind eine sehr alte, ehrwürdige Einrichtung, die seit über 250 Jahren besteht und auch eine lange Tradition in der handwerklichen, grafischen Ausrichtung vor allem aufweisen kann. Wir haben über 20 Werkstätten an unserer Hochschule und das ist auch ein ganz, ganz, ganz großes Plus, was wir aufweisen können, was für die Studierenden einfach die Möglichkeit bietet, sich in unterschiedlichsten Techniken wirklich zu üben für den späteren Berufsweg. Das Salz Verlag ist ein Verlag für Künstlerbücher, den ich zusammen mit Anna Leonhardt 2011 gegründet habe. Was mir halt bei der Herstellung der Bücher extrem hilft, ist im Prinzip das, was ich hier an der Hochschule in diesen ganzen grafischen Werkstätten, Buchbindewerkstätten gelernt habe. Vielleicht ist das Besondere, dass Verlag und Werkstatt alles unter einem Dach sich befindet und quasi die Künstler bei verschiedenen originalgrafischen Künstlerbüchern die Komplettbetreuung alles in einem Paket bekommen. Wichtig ist Material und künstlerische Arbeitstechnik in der eigenen künstlerischen Arbeit und natürlich
in der Ausbildung, die einfach dazu kommt. Öffnen wir einen Experimentierraum oder unterrichten wir sehr stark die Technik? Das ist ja eine ganz spannende Fragestellung, die schon viele studierende Generationen eigentlich beschäftigt hat. Und es gibt auch immer so eine wellenförmige Bewegung, wo das Handwerk mal überhaupt gar keine Rolle mehr in der künstlerischen Ausbildung spielt. Und dann ist es wieder ganz, ganz wichtig. Also das ist sehr, sehr spannend, auch für jeden Studierenden, auch der sich mit dieser Fragestellung auseinandersetzen muss und seinen eigenen Weg finden muss. Im Laufe des Studiums kamen mir die Fragen, dass wir als KünstlerInnen, also ich jetzt natürlich, wenn ich jetzt an mich denke, viele Materialien immer wieder benutze, wo ich im Nachhinein feststelle, es ist ein ziemlich Materialienverschleiß. In deinem Alltag achtest du darauf, was du benutzt, was du machst, und auf einmal bei der Kunst achtest du nicht darauf. Für mich selber bin ich gerade eher auf der Suche nach Materialien, die sich halt einfach sagen, einerseits recyceln lassen oder wie ich meine eigenen Arbeiten auch recyceln kann, indem ich sie umfunktioniere oder in Arbeiten einbaue und sie somit weiterleben lasse als Unterbau oder als neues Material. Mich freut total, wie bewusst sich die Malerinnen und Maler sind und die Bildhauer und sagen, aha, irgendwie müssen wir uns darum kümmern, was mit dem Material passiert, wo es eigentlich herkommt. Ah, die Alternative zur Ölmalerei und all das ist Acryl, lauter Plastikpartikel. Man kommt halt teilweise um eine Ungiftigkeit nicht drumherum. Wie geht man dann wieder mit den Schwermetallen um? Und es wird so evident, dass wir eigentlich eine Forschung brauchen. Wir brauchen eine Forschung, wo die Künste und die Wissenschaften zusammenkommen. Wir brauchen Erfindung, einfach neue Allianzen, wo wir forschen können in interdisziplinären Zusammenhängen. Das wird irgendwie absolut augenfällig. Das hat mir im Vorhinein auch schon sehr viele Gedanken bereitet, wie weit eigentlich der Nachhaltigkeitsbegriff ansonsten noch geht. Also eben noch mal stärker über soziale Gefüge oder über Arbeitskraft und die Kapazität oder wie Menschen miteinander dann noch umgehen, darüber nachzudenken.